Weiter, der nächste Titel ist Reservoir Dogs. Und der hat auch etwas, was ich so gar nicht kenne von Mondo Steelbooks, was mir wirklich das allererste Mal passiert ist, nämlich, dass der Schuber, seht ihr das, eigentlich matt ist, während Nightcrawler hier eindeutig Hochglanz ist, ist es Reservoir Dogs eindeutig nicht. Das liegt allerdings nicht daran, dass sie irgendwie einen anderen Schuber oder sonst was verwendet haben, sondern dass auf diesem Schuber, wo ist denn da der Anfang, wo zeige ich euch das am gescheitesten? Ich zeige es euch beim Highlander, der nämlich auch so einen matten Schuber hat, aber weil da eigentlich eine Art Schutzfolie drumherum ist. Wenn ich die entfernen würde, seht ihr, dass da drunter dann quasi der ganz normale Schuber mit dem ganz normalen Mondo Steelbook Hochglanz ist, aber ganz ehrlich, ich bin zwar keiner, der Steelbooks in Schutzhüllen packt, aber wenn ich es quasi mit Schutzhülle so geliefert bekomme, dann lasse ich die definitiv dran, weil, mein ganz ehrlich, das Einzige, was passieren kann, wenn ich da diese Folie runternehmen, ist, dass dann der Schuber irgendwelche Kratzer kriegt. Reservoir Dogs ist leider das zweite Mondo Steelbook, das den Weg zu mir nicht ganz tiptop geschafft hat. Einerseits sieht man, ist hier, sind hier zwei kleine Dellen und hinten ist da auch noch eine. Sind leider Schäden, die nicht schön sind, aber ganz ehrlich, wenn man sich so anschaut, sieht man es eigentlich schon gar nicht. Und das ist ja wirklich, also vom Design her, finde ich absolut geil. Mich erinnert der Look ein bisschen an diese deutsche Quentin Tarantino Box von, ich glaube, Studiokanal, beziehungsweise hat es damals noch Kinowelt geheißen, ich weiß es nicht, die ja quasi 9 Filme, glaube ich, oder 10 Filme von Quentin Tarantino in eine Box gepackt haben und da auch so ein absolut grandioses gezeichnetes Cover drumherum, herrlich wurde es. Wenn ich das Steelbook aufkriegen würde, wäre es fein. Im Inneren eher simpel, eher fad, aber trotzdem eigentlich relativ cool.